Unter anderem der Hadith in den im Al-Bukhari, der ist nicht im Bukhari, bei Muslim, der Hadith von Al-Mustawrid ibn Shaddad. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, das Gleichnis der Dunya ist wie, wenn jemand von euch seinen Finger in das Meer taucht und dann wieder rausholt aus diesem Meer, dann soll er doch schauen, was an seinem Finger hängen bleibt. Das, was an deinem Finger hängen bleibt, dieser Tropfen, das ist vielleicht nicht mal ein ganzer Tropfen. Das ist die Dunya und das Meer ist die Akhira. Das Meer ist die Akhira. Und dieser Vergleich dient nur einer, dient nur ja, dem Zweck, dir das ein wenig näher zu bringen. Ansonsten kannst du die Akhira nicht mit der Dunya vergleichen. Auf keinerlei Art und Weise. Denn wie kann man etwas Vergängliches mit etwas Unvergänglichem vergleichen? Geht gar nicht. Aber das ist nur einfach, um dem Zuhörer das ein wenig nahe zu bringen, was für einen Wert die Dunya hat. Ebenfalls wird in einem Hadith überliefert, bei Tirmidhi, dass der Prophet sagte, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة, hätte die Dunya bei Allah einen Wert wie der Flügel einer Fliege, nur so viel Wert, wäre sie so wertvoll bei Allah wie der Flügel einer Fliege, ist kein Wert bei niemandem. Dann hätte er dem Kafir keinen Schluck gewährt, keinen einzigen Schluck gewährt. Aber sie ist bei ihm, hat bei ihm nicht diese Stellung und diesen Wert. Und deswegen sagten einige der Salaf, sie sagten, die Dunya kriegt jener, den Allah liebt und den er nicht liebt. Kriegen beide. Aber den Iman, die Taqwa, die Istiqama, kriegt nur der, den er liebt. Und ebenfalls wird in einem Hadith überliefert, den auch Tirmidhi überliefert, Ibn Majah, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Die Dunya ist mal'un. Mal'un heißt yani, kommt vom Wort la'na. Die Dunya ist mal'un und alles, was in ihr ist, außer das, ausgenommen von dem, was darin für Allah ist. Was in der Dunya für Allah ist. Na'am.